Wie tritt man als steirischer Landeshauptmann zurück? Ja, ich hab einen Durst. Großartig. Sind wir Durst, gell? Ja. Der Abschied fällt nicht unbedingt schwer, aus meiner Perspektive, weil sich der Herr Schützenhöfer ja doch einiges geleistet hat, vor allem in den letzten 2 Jahren. Schäbiges Verhalten. Wie ist denn das eigentlich ans Licht gekommen vom Seniorenbund? Gibt es da keine Behörden, die da irgendwie irgendwo Einsicht haben? Da ganz kurz. Unabhängig und objektiv für Sie. Aber das Tragische ist ja auch das, dass wir ja aktuell sogar einen großen Fall von Geldverschwendung haben, der dann wahrscheinlich von Rechnungshof in 6 Jahren dann bearbeitet wird. Genau. Und zwar geht es da um die Schultests. Das macht mir am meisten narrisch. Was? Ich meine, Entschuldigung, das ist das Bildungsministerium. Was? Liebe Schülerinnen und Schüler da draußen, nächstes Mal muss ich sagen, hey, vergessen. Das habe ich gleich vergessen, wie der Bildungsminister die Rechnung vergessen hat zu zahlen. Die Hausübung vergessen. Was? Da ist es, da was? Du kriegst ein Minus, ja, und wenn du so viel Minus hast, dann schmeißen sie dich von der Schule, ja? Ich bin ein Knieder, Wiener im Bier. Ich steh dich mit der jagste Furchengänger von Wien. Ich bin ein Restrader, Arschkraller, Küsser. Ich krieg die goldene Knierschäfer. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Nein, das finde ich ja gut, weißt du, da werden dann Missstände aufgezeigt. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Servus. Grüß Gott, willkommen zu Hause. Guten Tag. Grüß Gott. Wie war die Woche? Tja, wie war die Woche? Eher langweilig, hätte ich gesagt, oder? Man hat irgendwie das Gefühl, es ist der Vorurlaub, also der Vorsommer irgendwie da, gell? Ja, stimmt. Pfingsten, alles ist schön, man fährt in Urlaub, die Leute kommen ein bisschen runter. Andererseits habe ich irgendwie die Befürchtung dadurch, dass man, was denn, dann... Die Leute sagen, jetzt lass mich mit dem Thema in Ruhe, ich mag nicht mehr, ich bin im Urlaub. Das verstehe ich, ja. Da habe ich ein bisschen Angst vielleicht, dass man da ein paar Sachen übersieht dann. Gell? Man wird in diesen Sommermonaten definitiv unaufmerksamer, vielleicht halt auch, weil man tatsächlich ein bisschen abstreifen muss, was wirklich alles passiert. Ja, es ist ja alles Timeout, oder? Es ist ja alles passiert, damit ist die Angst jetzt nicht weg, aber irgendwie tun kann man auch nichts und deswegen machen die Leute Urlaub. Also ich verstehe es, Urlaub vom Wahnsinn. Die grüne Mark. Ja, apropos weg, da können wir gleich überleiten zu unseren Themen. Es hat sich nämlich jemand verabschiedet, und zwar unser Landeshauptmann von der Steiermark. Sie macht uns stolz, sie macht uns stark. Und ungeachtet dessen passiert aber auch noch viel anderer Blödsinn, was wir vom Rechnungshof zum Beispiel gehört haben. Punkt 1. Beziehungsweise was die Schultests angeht. Mhm. Punkt 2. Also doch... jetzt nicht wirklich überall eine Pause, es passieren immer noch Sachen und deswegen müssen wir uns da drum kümmern. Ein Stumpfsinn der Sommer-Sonderklasse. Unsere Fans und Faninnen sind auch noch da und da müssen wir uns natürlich, dürfen wir uns in diesem Zusammenhang bedanken bei einigen Menschen. Und zwar beim Hans-Peter W., der schreibt uns, passt, weiter so, Smiley. Außerdem haben wir was bekommen vom Stefan B. und vom Ferdinand S. An dieser Stelle herzlichen Dank. Und unser Robert H. hat uns geschrieben mit den Worten einfach Danke, Forza, Menschheitsfamilie und gegen Vorurteile, weiter so und schauen wir mal. Oh ja, hallo. Wieder auch diese Woche wieder was los gewesen bei dir, du hast dich mit den Deutschen befasst. Ja, war sehr interessant. Die Kontaktmaßnahmen, die wir in Deutschland noch am Platz haben, wirken. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wirken. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wirken. Ja, beim Klabauterbach wird es einmal richtig kalt. Sein Geisteskranker. Es gibt so viele Parallelen zwischen Österreich und Deutschland, nicht nur die Sprache, sondern auch die, ich sage mal, die Datenschieflage. Der ganze Wahnsinn, ja. Wahrscheinlich ist auf der ganzen Welt der ganze Wahnsinn vorhanden, nur... den Vorteil bei den Deutschen einmal, dass wir dieselbe Sprache sprechen. Gell? Es wäre nämlich interessant, wenn man gut Italienisch sprechen würde, was geht in Italien ab, was geht in Spanien ab, Frankreich etc. Ja? Aber ich kann es nicht jede Sprache lernen. Gell? Nein. Google-Übersetzer vielleicht. Schauen Sie, meine Herren, da können Sie sagen, was Sie wollen gegen die Deutschen. Eines muss Ihnen der Neid lassen, Sie haben halt doch die Organisation. Das wäre ein bisschen zu viel Aufgabe für uns zwei, aber... was die Datenlage an sich angeht, haben wir auch von unserem Alois G. einen Tipp bekommen. Und zwar, wenn man nachschauen will, was sich so auf Wikipedia tut und wie die Beiträge laufend verändert werden, gibt es auch einen Link, den wir bekommen haben, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Natürlich kann man das nicht in seiner Freizeit machen, aber es ist schon interessant
zu wissen, wo jetzt gerade beim Thema Affen. Kann mal jemand den Affen anzünden? Pocken. Das wird Sachen umgeschrieben werden auf Wikipedia. Ist sie schon. Es ist generell Wikipedia, gell? Man nimmt es so gern her und ja, ich google das und das ist auf Wikipedia. Das ist jetzt wie hat das früher geheißen, die Bücher, die du ins Regal gestellt hast? Hat es Langenscheid, nein, ist die Sprache? Brockhaus. Der Brockhaus, genau, ja. Eine Enzyklopädie. Und man nimmt Wikipedia halt einfach gern her und sagt, ja, das ist alles wahr, was da drin steht und vergisst aber, dass da jeder was einschreiben kann, gell? Natürlich ist das nicht so einfach, aber ja, da hat es damals bei den Verschwörungstheorien schon Sachen gegeben, gell? Fragt sie Daniele Ganser, was bei ihm drin steht. Ja. Und da sieht man jetzt auch, ja, es kommt ein Thema auf und plötzlich, ja, sind so kleine Trolle, ja, oder Zwerge, irgendwie, ja, Hänselmännchen, die dann Artikel da umschreiben und das vielleicht auch berichtigen, ich weiß es auch nicht, gell, aber es ist schon auffällig. Und man sollte vielleicht Wikipedia nicht hundertprozentig vertrauen. Wissen Sie, was ein Bürgerkrieg ist? Wenn innerhalb der Grenzen eines Staates die Regierung und das Volk sich gegenseitig bekämpfen. Es war aber so. Wer setzt denn da die Titel? Ja, das schaut übrigens so aus, falls ihr das wissen wollt. Mhm. Da kann man so ein bisschen nachschauen, wie, was und in welcher Zeile und in was für einer Form und in was für einer Größe die Sachen verändert worden sind. Das ist natürlich schwer zu überblicken, aber es ist immer gut zu wissen, dass das halt verändert wird und wie es verändert wird. Und da kann man auch theoretisch auch Vergleiche ziehen, theoretisch, ja, wenn man das will. Aber da, wie gesagt, wer sich die Mühe antut, Hut ab. Aber uns ist es nur wichtig, dass es halt auch bei den Sachen, die wir verlinken, auch wichtig ist zu schauen, was sie da verändert. Es werden ja auch Artikel aus Zeitungen verändert, gell? So ist es ja nicht. Die Aussage ist, man sollte einfach Wikipedia und vielleicht jedem Bericht nicht einfach blind vertrauen. Ja? Du glaubst alles, was in der Zeitung steht oder auf Wikipedia. Ich glaub alles, was in der Zeitung steht. Vor jedem Doktortitel zirke mein Hut. Muss man vorsichtig sein. In dem Zusammenhang schaut euch unsere Videobeschreibung an. Da findet ihr die ganzen Links zu den Beiträgen und zu den Geschichten, die wir da vortragen. Und da gehen wir gleich zu unserer ersten Geschichte. Und zwar, wir verabschieden uns von Hermann Schützenhöfer. Aber nicht, dass du einen Anfang setzt, wie alle Beteiligten jetzt. Es ist ein großes Privileg, denn der Abschied fällt nicht unbedingt schwer, aus meiner Perspektive, weil sich der Herr Schützenhöfer ja doch einiges geleistet hat, vor allem in den letzten 2 Jahren. Den Jungen haben sie gesagt, sie sollen sich nicht einreden lassen, glaube ich, dass es ihnen schlecht gehe. Hat ihnen sehr viel Kritik auf den Leserbriefseiten eingebracht. Ja, und ich bleibe dabei, weil die Parteien, weil die Gesellschaft den Jungen eingeredet hat, wie schlecht es ihnen geht. Schau mal, grundsätzlich ist sowieso die Frage, wen interessiert es, dass ein steirischer Landeshauptmann abtritt? Weißt, das ist eigentlich sehr uninteressant, aber vielleicht ist es interessant, eben wenn man es dann österreichweit sieht, ja, was da mit Landeshauptleuten so passiert und was sagt er wie? Weißt, das war vielleicht die Spannende. Was halten Sie von einer Impfpflicht für Kindergärtnerinnen? Ja, vor ein paar Monaten hätte man mir gerne umgehängt, ich wäre für eine Impfpflicht, weil ich eben... Das sind Sie auch gewesen, Herr Landeshauptmann. Sie haben gesagt, es kann sein, dass man manche zu ihrem Glück zwingen muss, war, glaube ich, Ihr Satz. Oder war das ein Ballon? Ja, und bin ordentlich hergefotzt worden. Zu Recht oder zu Unrecht? Zu Unrecht. Zu Unrecht. Das ist es, ja. Also, dass es in Österreich in der ÖVP grundsätzlich in der letzten Zeit ordentlich scheppert, und dass es da zu vielen Skandalen kommt, oder vielleicht nicht wirklichen Skandalen, sondern einfach aufgedeckt wird, wie in den letzten Jahren gearbeitet wurde. Da könnte man sich die Frage stellen, ob der Herr Schützenhöfer mit seiner großen Nase, wie er auch schon selber gesagt hat, gerochen hat, was... Vielleicht weiß der was, ja. Was im Busch ist. Und hat sich jetzt auch gedacht, ich mache jetzt auch Urlaub. Für immer. Naja, es ist schon ein gewisses Tal, durch das wir jetzt gehen. Aber meine Nase ist groß genug, um selber zu wittern, was in der Bevölkerung vorgeht. Naja, vielleicht ist es einer der wenigen Rücktritte, die nicht einen Skandal davor hatten. Ist aber auch sehr selten, gell? Sehr selten. Das stimmt.
Aber gleich vorweg, auch Sie waren ja Adressat von Textnachrichten von Christian Pilnatschek. Er hat versucht, bei Ihnen beruflich für seine Frau zu intervenieren. Ich zitiere auszugsweise: Lieber Herr Landeshauptmann, ProSieb 2021, möchte nur informieren, dass der Präsident des Oberlandesgericht Graz ausgeschrieben ist. Bitte um deine Unterstützung. Caroline wäre eine Wohltat für die Gerichtsbarkeit in der Grünen Mark. Die Grüne Mark! Was haben Sie sich dabei gedacht, wie Sie diese Nachricht gelesen haben? Gar nichts. Was glauben Sie, wie viele Menschen bei mir intervenieren? In diesem Fall bin ich nicht zuständig, habe nichts gemacht, auch nicht geantwortet. Aber am besten ist, wir schauen uns einmal an, was der Herr Schützenhöfer in den letzten 50 Jahren in der Politik so gemacht hat. Und dann reden wir darüber, warum er jetzt vielleicht gegangen ist. Nicht wahr? Es ist ja die Frage, warum er gegangen ist. Ich weiß es nicht. Ich frage auch deswegen so genau nach, weil im Standard steht, Ihr Sohn hätte zurückgeschrieben, weil Herr Pilnatschek hat sich die Handynummer offenbar von Ihrem Sohn geholt. Der hat schon geschrieben, die Frage, wie wir in dieser Sache konkret helfen können, hat uns eh beschäftigt. Was hat er da gemeint? Naja, wahrscheinlich hat er gemeint, dass das eine sehr gute Persönlichkeit ist. Mein Sohn war ja im Justizministerium, im Kabinett tätig. Aber bitte lass mal da meinen Sohn aus dem Spiel, der hat damit schon gar nichts zu tun. Es ist ja die Frage, warum er gegangen ist. Ich weiß es nicht. Zu alt? Schauen wir rein. Ich hab die Gär an guten Wein und Kürbiskern. Ein Landeshauptmann in seinem Element. Vor einem Monat feiert Hermann Schützenhöfer seinen 70er. Mit Familie, Freunden, Parteifreunden und politischen Konkurrenten. Heute Vormittag kündigt er seinen Abschied von der Politik an. Politik war mein Beruf. Die Steiermark bleibt mein Leben. Glück auf für alle Tage. Seine Arbeitstage hat Schützenhöfer in den vergangenen Jahrzehnten in der steirischen Landespolitik verbracht. Über die junge ÖVP und den ÖAAB macht er in der Partei Karriere. Anfang der 80er Jahre zieht er in den Landtag ein. Anfang der 90er wird er Klubobmann. Im Jahr 2000 schließlich Regierungsmitglied. Nach anfänglicher Rivalität mit SPÖ-Chef Franz Wowes geht er 2010 die sogenannte Reformpartnerschaft ein. Besonders umstritten damals die Gemeindezusammenlegungen. Aus mehr als 500 steirischen Gemeinden werden nur noch 286. Der politische Lebenstraum erfüllt sich für Schützenhöfer 2015. Franz Wowes überlässt seinem damaligen Freund den Landeshauptmannsessel, obwohl die ÖVP nach der Wahl nur auf Platz 2 landet. Die SPÖ hat sich entschieden. Das war in meinem Lebenslauf gar nicht mehr vorgesehen, mich für 5 Jahre zum Landeshauptmann zu wählen. Ich mache das sehr gerne. 2019 feiert Schützenhöfer dann einen eindeutigen Wahlsieg, der zu einer zweiten Amtsperiode führt. Jetzt übergibt er, 2 Jahre vor der nächsten Landtagswahl, das Zepter an Christopher Drechsler. Der bisherige Kulturlandesrat soll ab Juli zum Landeshauptmann aufsteigen. Den Christopher habe ich immer im Kopf gehabt. Für mich war das immer klar. Wenn es irgendwie geht, wenn es passt, wird der das. Es ist ein großes Privileg. Wenn man mit einem solchen Politiker 30 Jahre zusammenarbeiten kann. Es ist ein großes Privileg, denn ich durfte 30 Jahre lang lernen. Einen Stilwechsel dürfte der 51-Jährige jedenfalls bringen. Drechsler wird dem liberalen Parteiflügel der ÖVP zugeordnet, mit weniger katholischen Einflüssen. Bis zu seiner Amtsübernahme im Juli will sich Drechsler aber mit Ankündigungen zurückhalten. Ich werde daher aus Respekt vor unserem Landeshauptmann, aber vor allem auch aus Respekt vor unserem Landtag keine großen inhaltlichen Direktiven und Neuerfindungen der Welt präsentieren. Ich werde die Zeit zur Vorbereitung nutzen. Um Erfolg zu haben, werde Drechsler neue steirische Landesthemen setzen müssen, meint der Politikwissenschaftler. Schützenhöfer verkörpert mehr den ländlichen Raum in der Steiermark, mehr steirer Anzug als er geht fast nicht. Das heißt, Drechsler wird das Amt neu interpretieren müssen, vielleicht weniger Volkstribun, mehr Landesmanager. Aktuell ist die ÖVP klar Nummer 1 in der Steiermark, allerdings
Bisher ist die ÖVP nur außerhalb der Steiermark von Skandalvorwürfen betroffen. Aber trotzdem muss auch Drexler auf Zeit spielen. Bis zum Wahljahr 2024 müssen all diese Themen weg sein. Dann hat Drexler zwei Wahlen zu schlagen. Erstens natürlich die Landtagswahl, aber auch bei einer Nationalratswahl war es fast immer so, wer insgesamt Erster sein wollte, muss auch in der Steiermark knapp vorne sein. Und das ist nicht so leicht. Eine nicht so leichte Aufgabe, sagt auch Drexler selbst. Aber jedenfalls will ich's machen. Okay, keine weiteren Fragen? Großartig. Sind wir durst, gell? Ja. Ja, wie tritt man als steirischer Landeshauptmann zurück? Ja, ich hab einen Durst. Wir werden sich da voll zuniert, nicht? Der Ruf von Mario oder so so finden. Genau so ist es. Jetzt. Aber ja, sehr, sehr schön, was da für Aussagen getroffen werden, gell? Wenn man so ein bisschen reinhört, habe ich irgendwie so das Gefühl, ja, der Drexler sagt, er ist jetzt auch Urlaub, er will da jetzt keine neuen Ankündigungen machen, gell? Vor Respekt bitte vor wem? Ja? Vor dem Landtag und, und vor der ÖVP. Wer redet vor die Bürger, gell? Aus Respekt vor unserem Landeshauptmann, aber vor allem auch vor unserem Landtag. Aber er sagt, er will keine Neuigkeiten der Welt präsentieren. Es wird schon reichen, wenn es den Steirern präsentieren wird, den Bürgern präsentieren wird. Und ja, da habe ich nichts gehört. Gell? Da siehst du wieder so parteipolitisch, die denken nur an sich. Ja, ist mir scheißegal. Ne? Hauptsache, wir haben was am Schwamm. Kommt dir das nicht so vor? Naja, das große Problem ist halt einfach, dass wir in den letzten Jahren ein bisschen verlernt haben, was eigentlich die Demokratie an sich so macht. Weil normalerweise ist es ja so, Sie werden das wissen, Sie haben das mitbekommen, normalerweise wird gewählt. Sogar zu mir Sie gesagt? Ja, natürlich. Was denn? Du wirst ja als Wähler angesprochen. Siehst du, das wollte ich wissen. Du redest, also ich bin der Wähler jetzt gerade. Genau, du bist jetzt gerade der Wähler. Ja, verstehe. Normalerweise ist es so, es gibt einen Wahlkampf, da stehen ein Haufen Plakate in der Gegend umeinander, die kein Mensch braucht. Ja. Die von uns aber allen bezahlt werden. Und dann irgendwann einmal kommt dann der Sonntag, wo ein Kreuzerl gemacht wird, das dann meistens nicht überrascht. Mhm. Meistens nicht überrascht, außer wenn der Bürgermeister von Graz gewählt wird. Ha. Und dass aber es so wie in der Steiermark vorgezogene Wahlen gegeben hat, 2019 zum Beispiel, dass es jetzt quasi einen Richtungswechsel an der Spitze gibt, um in zwei Jahren fitter zu sein. Das ist nicht normal. Nein, das ist auch schon wieder so ein Marketing-Blabla, weißt? Das ist, da steckt keine politische Arbeit für mich drinnen irgendwie, weißt? Weil ich muss schon sagen, die Wahlen sind vorgezogen worden, da tritt er nochmal an. Da hat er gewusst, wie alt er so ist, gell? Ich meine, weiß ich nicht, das ist überraschend gekommen, der 70. Geburtstag vielleicht. Und dann zu sagen, ja, er ist jetzt zu alt oder wie er immer, hat er jetzt einen Grund genannt? Ist er krank oder so? Ich meine, ich wünsche ihm alles Gute, gell? Aber da jetzt einfach zu sagen, ich bin 70 geworden und deswegen tritt ich zurück in der Hälfte der jetzigen Periode, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich als Bürger, der natürlich nicht den Landeshauptmann wählt, sondern die Partei, trotzdem unfair. Weißt du? Vielleicht, weißt du, wenn der Landeshauptmann sagt, du, warum er immer, kann man nicht, ja? Dann sagen ja Nachfolger, aber trotzdem vorzogene Wahlen, weil es müssen ja die Bürger bitte den wählen. Das ist der Punkt und das ist vielleicht auch diese Mentalität, die halt aus der großen ÖVP quasi, aus der Bundes-ÖVP so gelernt wurde. Wir machen zwar eine Wahl und die gewinnen wir dann auch, aber auf der Strecke zur nächsten Wahl wechseln wir unsere Spieler so oft aus, wie es geht, ja, und stellen halt jedes Mal jemanden hin, der strategisch gut funktioniert, aber der nicht gewählt worden ist. Ja. Und das ist halt das, wo wir während der Corona-Pandemie irgendwie das ein bisschen diese Krot geschluckt haben und gesagt haben, na gut, na kurz, den will sowieso keiner, dann nehmen wir den nächsten, dann kommt der Schallenberg, den hat überhaupt keiner wollen. Das ist ja der alles ist übrigens immer noch da, was ich absolut nicht verstehen kann. Ja, der Edstadler ist auch noch da, gell? Der hat auch unterschrieben. Ja. Aber ja, du aber sagst jetzt das. Eben der Nehammer. Und ich denke mir einfach nur, ihr wechselt und wechselt und wechselt und ignoriert komplett diesen demokratischen Prozess, wo sich der Bürger, die Bürgerin, ja, normalerweise entscheiden müsste, wen hätte ich gerne an der Spitze. Genau. Und das ist halt das, wo ich wirklich Bauchweh habe. Genau, und deswegen finde ich, weißt, wenn Fußballer dann ausgewechselt werden, dann sollen Neuwahlen gesetzlich vorgeschrieben sein. Weißt, oder einfach verfrüht. Ja. Ab drei Spielerwechsel, kommt der Wahlkampf.
Weißt du wieso? Weil sie sonst auch die Politiker eben den stellen müssen, was auf sie zukommt, ja? Richtig. Weil es wäre ja schön zu wissen, was der Herr Anschauer jetzt da ja, ausbauen müsste, wenn er noch immer Gesundheitsminister wäre, ja? Den kennt keiner mehr. Nein, was? Das haben wir alles. Er ist auf Buchreise oder so. Anschauer ist derzeit auf Lesereise durch Österreich. Startpunkt dafür das Eichergut in Sewalchen. Draußen vereinzelte Maßnahmenkritiker, drinnen viele Publikumsfragen. Was würde er aus heutiger Sicht anders machen? Zum Beispiel hätte ich auf jeden Fall einen Teil des riesengroßen Ressorts, das ich gehabt habe. Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentinnenschutz. Einem Kollegen oder einer Kollegin gegeben für die Dauer der Pandemie. Das würde ich diesmal anders machen, wenn ich es neu machen könnte. Das haben wir alles vergessen. Und was nur dazu kommt, es wird ja auch in diesem Bericht so ein bisschen präsentiert, als wäre der Schützenhöfer da jetzt zufällig Landeshauptmann geworden. Aber jeder, der das damals 2015 mitgekriegt hat, der weiß, dass der Herr Schützenhöfer zum Wowes gesagt hat, wenn ich Landeshauptmann werde, dann gehe ich nicht mit der FPÖ in die Koalition. Ja. Das war die Drohung damals. Ja, und dann haben sie sich geeinigt und dann ist er Landeshauptmann geworden und der Wowes ist gegangen. Das ist ja auch so. Ich meine, gut, ich kenne mich da jetzt landespolitisch nicht so aus, aber zuerst sagen sie, er hat Probleme gehabt mit dem Wowes und nachher war er ein guter Freund. Da ist ja die Frage, was ist da passiert? Ja, genau. Ja, die waren saufen wahrscheinlich, weißt du, in der Steiermark. Und vielleicht darf ich das so also als Obersteirer sagen, wir sind ja beide Genussmenschen, der Hermann und ich. Er trinkt gerne einen Wein, ich trinke auch gerne ein Bier und ein Wein. Aber seit ich also mit ihm in der Koalition bin, weiß er auch, dass es ein gutes Bier gibt, ein richtiges Bier, wenn man als Leobner mit Gösser aufgewachsen ist. Seitdem gibt es in der Burg auch ein gutes Bier. Und was auch in dem Bericht vorkommt, wo ich mir auch nochmal jedes Mal an die Bundes-ÖVP denken muss, ist die ganze Sache mit dem ÖAAB. Ja? Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund. Wo auch jetzt in der letzten Zeit Leute einfach rausgezogen worden sind, ja. Weil unser Innenminister war dort, der Herr Kahner, der Herr Sobotka sowieso. Ei, schier. Mikl Leitner hat, glaube ich, auch Verbindungen zum ÖAAB. Mhm. Der Nehammer war auch ganz hohe Position. Mhm. Und für mich ist es dann grundsätzlich so. Du musst ja nicht sagen, dass es Borstenschachern ist, hä? Naja, ich glaube nicht, dass es so benannt werden sollte. Es ist einfach die Ersatzbank der ÖVP, findet man auf der Website vom ÖAAB. Das heißt, wurscht, was passiert, du brauchst nur auf die ÖAAB-Webseite gehen und nachschauen, wer als nächstes oder wer gerade oben ist. Mittlerweile und jetzt, dann einfach auserziehen. Wo der Kies weg ist, ja, wird das so gemacht. Aber irgendwelche Spielregeln brauchen die auch, gell? Weil, wie gesagt, was war der Grund, wieso er zurücktreten ist? Was war wirklich der Grund, wieso der Drechsler jetzt der Nachfolger ist? Er sagt, das war der Mann, den habe ich schon immer im Kopf gehabt. Ja, toll, das erklärt es mir aber nicht. Weißt du, was ich meine? Christopher Drechsler kommt wie Hermann Schützenhöfer aus dem ÖAAB. Und wir sehen, dass nach den türkisen Pausenjahren des Sebastian Kurz wieder die gute alte Tante ÖVP zurückkehrt, auch mit diesem Bündedenken. Das heißt, der Landeshauptmann ist ein ÖAABler, also muss auch der Nachfolger ein ÖAABler sein. Ich habe gehört, dass der Drechsler ein gescheiter Kerl ist, aber nicht wirklich für die Bürger. Da ist, womit das aber bei der ÖVP auch nicht überrascht, also welcher ÖVABler ist bürgernah, außer in der Steiermark, wo du mit den Bürgern saufen gehen kannst. Richtig. Alles super. Alles vorhin. Und die Sache ist ja auch die, dass der Herr Gerald Gross zum Beispiel, unser steirischer Politikexperte. Du meinst der künftige Präsident? Der künftige Präsident von Österreich. Naja, das möchte ich nicht sagen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Bild ist. Der hat es ja auch in einem Interview sehr schön bezeichnet als eine einzigartige Inszenierung. Er sieht es halt so, dass jetzt, wo die ganzen ÖVPler, die gegen einen Drechsler gewesen wären, zu Pfingsten auf Urlaub sind, dass dann genau der richtige Zeitpunkt war, in einer Schnellschussaktion diesen Führungswechsel vorzunehmen, damit halt keiner sie dagegen stellen kann. Leutselig ist Christopher Drechsler nicht. Das wusste die ÖVP, da hat es auch innerhalb der Steirischen Volkspartei sehr viel Kritik gegeben an dieser Übergabe direkt an Drechsler. Und es gab eine Gruppe an ÖVP-Funktionären, die eigentlich die Landesrätin Aiwanger-Miedl gerne gesehen hätte, Nachfolge einer Waltraud Klasnik, leutselig, intelligent, sehr umgänglich. Und ich glaube, Hermann Schützenhöfer wollte mit diesem Überraschungscoup, den er heute zweifelsohne gelandet hat, vollendete Tatsachen schaffen. Ja, weißt du, der Gross kennt sich auch in der steirischen Politik ein bisschen aus. Der weiß, dass die ÖVPler alle zu Pfingsten nach Italien saufen fahren.
Was? Genau heute, an einem Tag, wo die Hälfte der kritischen ÖVP-Funktionäre in der Steiermark bereits in Lignano ihre Zehen in das Meer stecken oder in Istrien in das Popschattel wacken, hat Landeshauptmann Schützenhöfer seine eigene Partei überrascht, seinen Rücktritt bekannt gegeben. 2 Stunden später gibt es einen Parteivorstand und er setzt seinen Kronprinzen Christopher Drechsler durch. Aber es ist sowieso die große Frage, weil die alte ÖVP und die ÖVP an sich, es scheppert ja immens. Ja? Wir haben den Herrn Wallner aus Vorarlberg im U-Ausschuss, wir haben da ein großes Scheinwerferlicht auf der ganzen Wirtschaftsbundsaffäre. In Oberösterreich zum Beispiel ist es ja auch ein großer Skandal, dass sich die ÖVP mehr oder weniger selbst 2 Millionen Euro Corona-Bonus an den Seniorenbund. Du meinst den Seniorenbund? Ja. Naja, aber der Seniorenbund, jetzt hör mal auf, du kannst ja nicht so kritisch sein. Man, die Senioren waren ja in dieser Pandemie die gefährdetsten. Ja? Da ist ja völlig logisch, dass man sich als Seniorenbund das Geld krallen will, oder? Weil man schaut ja auf die Bürger in der ÖVP, oder nicht? Knapp 2 Millionen Euro flossen aus dem sogenannten NPO-Fonds an den türkisen Seniorenverband. Fördergelder, die eigentlich für gemeinnützige Organisationen gedacht sind und nicht an parteinahe Organisationen gehen dürfen. Der Seniorenbund rechtfertigt den Erhalt damit, dass er nicht nur eine Teilorganisation der ÖVP sei, sondern davon unabhängig eben auch ein Verein. Die Neos haben nun eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht, während andere ÖVP-Teilorganisationen ihre Fördergelder zurückzahlen. Das große Problem bei der ganzen Seniorenbund-Geschichte ist nicht nur dieses Foto von Herrn Büringer, sondern eben vor allem die Sache, dass in dieser Corona-Pandemie ohne weiteres an eine Non-Profit-Organisation 2 Millionen Euro gespendet wurden im Zusammenhang mit Corona. Die Causa Seniorenbund wird jetzt auch die Staatsanwaltschaft beschäftigen. Die Neos in Oberösterreich wollen eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts auf Betrug einbringen. Dann ist es unfassbar dreist, diese Förderung auch noch zu beantragen, obwohl explizit in den Förderrichtlinien steht, dass sie politischen Organisationen, Parteivorfeldorganisationen nicht zusteht. Ja. Und das Problem ist aber bei dieser Non-Profit-Organisation, dass das die gleiche Adresse wie die ÖVP hat, den gleichen Präsidenten hat. Mhm. Also das ist eine Organisation, aber am Papier sind es 2 verschiedene und der Seniorenbund kriegt einfach jetzt 2 Millionen Euro, ohne weiteres. Politisch zuständig für den Fördertopf ist Vizekanzler Werner Kogler. Er hat bereits eine Prüfung in Auftrag gegeben. Es müsse nun beurteilt werden, ob der Seniorenbund-Verein und der politische Seniorenbund 2 unterschiedliche Organisationen sind, vor allem wenn beide die gleiche Adresse haben oder etwa der Geschäftsführer in beiden Fällen der gleiche ist. Was ist das dann? Ist der Geschäftsführer dann eine lebende Subvention an die Teilorganisation? Also ich würde mir als Seniorenbund Oberösterreich genau überlegen, wer bin ich überhaupt? Und wenn ja, wie viele? Und zahlt sie als einzige Organisation übrigens österreichweit nicht zurück. Und das ist eben das, was wirklich schwierig ist. Der Wirtschaftsbund Oberösterreich, die junge ÖVP Oberösterreich und der Bauernbund Oberösterreich haben ihre Förderungen, nur wenige 1.000 Euro, bereits zurückbezahlt bzw. das veranlasst. Im Gegensatz dazu will der Seniorenbund aber das Geld behalten. Der Republik würde im Extremfall nur der Klagsweg bleiben. Und in dem Zusammenhang muss ich einfach daran denken, gibt es vielleicht einen anderen Grund, warum der Herr Schützenhöfer gegangen ist? Hat der gerochen, das, was auf ihm zukommt? Könnte ja sein, dass der Wahlkampf nicht ganz lupenrein war. Ich weiß es nicht. Meine Nase ist groß genug, um selber zu wittern, was in der Bevölkerung vorgeht. Könntest recht haben, gell? Also so viel, wie die ÖVPler da geklärt haben, dass der jetzt gegangen ist, weiß ich nicht, was da passiert. Vielleicht wissen sie schon, dass auf sie was zukommt, gell? Nicht so traurig, dass der Schütze weg ist, sondern so, ja, ich weiß eh, das kommt, gell? Aber ich mache es jetzt, gell? Ich habe 30 Jahre lernen dürfen, wie man Sachen verduscht oder so. Keine Ahnung. Ich will es gar nicht wissen. Aber das beim Seniorenbund sagt uns auch wieder, wie sowas abläuft. Der Seniorenbund in Oberösterreich sieht jedenfalls weiterhin kein Fehlverhalten. Die Gelder seien zu 100% für die Seniorenarbeit im Verein verwendet worden. Kein Cent sei an die Partei geflossen, heißt es heute in einer schriftlichen Stellungnahme. Wie ist denn das eigentlich ans Licht gekommen vom
sind die Ohren bunt. Gibt es da keine Behörden, die da irgendwie irgendwo Einsicht haben? Als kleiner Bürger kriegst du sofort irgendeine Kackstrafe, wenn du irgendwas mit dem Finanzamt, was weiß ich. Sagen Sie, liebe Leute, der Scheiß muss beendet werden. Es ist ganz notwendig, dass hier... Der Kollege hat immer so eine Fäkalsprache, die taugt mir überhaupt nicht. Also ich hätte das jetzt verpiepsen sollen. Ich meine, das Verhältnis von der ÖVP zur Justiz ist ja sowieso kein gutes. Und es gibt ja auch einige Skandale, die da anstehen, die aufgearbeitet werden müssen. Aber wenn man zurücktritt, ist man ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht und dann ist es alles nicht so schlimm. Jetzt haben wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten von Ihnen immer wieder gehört, dass die Politik einen Vertrauensverlust hinnehmen musste. Aber müssen Sie sich denn mit den Ankündigungen, die Sie damals in der Corona-Zeit gemacht haben, diesen Vertrauensverlust nicht auch auf Ihre eigenen Fahnen heften? Warum? Weil die Impfpflicht ausgesetzt ist und es diese Impfpflicht zum Beispiel noch immer nicht gibt und weil auch die Corona-Maßnahmen im Privatbereich zu kontrollieren nicht rechtens sind. Ja, aber darf man keinen Vorschlag machen, ohne zu wissen, ob der eine Mehrheit findet? Seien Sie mir nicht böse. Der ist nicht rechtens gewesen, dieser Vorschlag. Ich bin aber überhaupt nicht. Da reden Sie etwas, was nicht stimmt. Aber angesprochen hast du das ja schon. Es gibt eine Organisation in Österreich, die sich grundsätzlich darum kümmert, wie das Geld verteilt wird. Und da hat es jetzt ja auch, wie soll ich sagen? Da haben sie aber Schwurbler eine verirrt, gell, in Rechnungsaufmaß. Da haben sie aber kritische Stimmen rein verirrt, die beobachten wollten, was mit dem ganzen Geld am Anfang der Corona-Pandemie passiert ist. Und da schauen wir jetzt vielleicht auch noch kurz rein. Der Rechnungshof hat scharfe Kritik am Pandemie-Management der Politik im ersten Corona-Jahr geübt. In dem heute veröffentlichten Bericht wird vor allem ein unkoordiniertes Handeln zwischen Bund und Ländern kritisiert. Der damalige Gesundheitsminister teilt die Kritik zum Teil. Es ist ja für jeden Bürger, für jede Bürgerin sehr, sehr schwer verständlich, dass beim selben Virus auf dem gesamten Planeten 50 Kilometer weiter nördlich und 50 Kilometer weiter südlich andere Maßnahmen gelten. Gefordert werden die nötigen Personalressourcen und ein modernes Epidemiegesetz. Ja, ja, schön, dass der Angstschauer da jetzt zu sehen ist, gell? Und mit seiner Aussage, dass die Leute das nicht verstehen. Ja, kann ich jetzt auch die Aussage nur unterstützen, gell? Nur ist er da nicht mitverantwortlich gewesen, ja? Und hat nicht vor allem seine Partei für diese Impfpflicht gestimmt, weißt? Ich habe ihn nie in das Schlafzimmer wollen, das geht mir nichts an. Ja, aber ich habe immer gesagt, in den Salätteln, in den Gärten muss man schauen dürfen. Die Bundesregierung hat es dann im Übrigen gemacht. Aber das ist ja nicht die Impfpflicht. Ja. Bitte? Impfpflicht. Wir sind jetzt gerade bei der Impfpflicht. Wären Sie da für eine Impfpflicht? Sie sind ja auch, tragen Verantwortung als Dienstgeber. Wäre ich persönlich. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts sagt, no, geht nicht, verfassungsrechtlich. Maßnahmen. Ich sage nochmal, das wird jetzt so, was die Maskenpflicht und was die Lockdowns und die Impfpflicht alles in einen Topf geworfen. Nein, man versteht es nicht. Man versteht nicht, dass Österreich als einziges Land diese basierte Impfpflicht hat. Wenn wir nochmal auch bei der Angst wären, die man nicht loswerden kann, weil das noch immer da oben schwebt. Weißt? Und er stellt sich da jetzt hin und sagt, naja, du, natürlich versteht man das nicht. Wie gesagt, also wenn ich mir Ärm jetzt anschaue, dann könnte ich mir ja vorstellen, dass ungefähr in 6 Monaten dann der Mückstein auch mal die Gaschen aufreißt und irgendwas zu seinem Corona-Management. Wenn er ein Buch geschrieben hat, dann wahrscheinlich. Wenn er dann auf Lesereise geht, ja. Dann traut er sich natürlich auch wieder vor die Kamera. Aber draußen vereinzelte Maßnahmenkritiker. Die Sache ist halt wirklich die, dass der Herr Rudolf Anschober oder eben Angstschober da jetzt sich hinstellt und das so wirklich, wie er sagt, trocken erklärt, ha? Man kann das nicht nachvollziehen, ja. Wenn es so, wenn zwischen zwei Landesgrenzen so viele verschiedene Maßnahmen sich verändern und man kann es nicht nachvollziehen, was, du warst doch derjenige, der immer gesagt hat, die nächsten 2 Wochen sind entscheidend. Ja. Ja. Das wäre schön, wenn die Regierung einen Plan hätte. Er war der Vorreiter dieses ganzen Maßnahmenwahnsinns als Gesundheitsminister. Ja. Natürlich viel Verantwortung und schwierige Zeit, ist eh klar, aber jetzt sie so hinzustellen und nicht zu sagen, alles scheiße gelaufen, meine Schuld. Weißt, so ja. Und sagen, ja, na, klagt's mich an oder so, ja. Ich muss ja nicht gleich einsperren, aber er hat fragen können, kann ich irgendwann was zahlen, weißt? Ja, kann ich irgendwo zur Aufklärung beitragen? Irgendwo was spenden, zur Aufklärung beitragen. Ich habe in den letzten beiden Jahren so viele Morddrohungen bekommen wie in meinem ganzen Leben nicht. Das hat möglicherweise mit der Impfpflicht zu tun. Und auch das mit dem Rechnungshof, gell? Natürlich bin ich froh, dass es sowas gibt. Wie ist der Claim vom Rechnungshof objektiv und sozial für Sie oder so? Da ganz kurz. Unabhängig und objektiv für Sie. Ja? Mhm. Eine
Aber geht es beim Rechnungshof nicht auch nur um die Kohlen? Hä? Naja, der Rechnungshof, der schaut ja grundsätzlich drauf, ob das Geld, das Österreich quasi in den Ministerien verteilt, richtig verwendet wird. Ja. Wo ich mir natürlich auch die Frage stellen muss, kann man das in Österreich überhaupt... Nein, das finde ich ja gut. Weißt du, da werden dann Missstände aufgezeigt, ja, dass man sagt, okay, die Politik hat nicht dazugelernt. Das haben sie nämlich auch gesagt, weißt, weil man denkt, das ist jetzt das erste Jahr, das die angeschaut haben. Gell? Ja. Also, Rechnungshof kommt auch ein bisschen in die Pedale, dass das zweite Jahr aufgearbeitet wird, weil ich glaube, das ist noch schlimmer, weißt du? Aber trotzdem geht es ums Geld. Ich möchte da eine Behörde haben, die eben auch die Menschen anschaut. Wo wir letzte Sendung geredet haben, wie viele Kinder leiden an diesen Maßnahmen. Mhm. Und nicht, das ist jetzt teuer, das war jetzt, da haben wir ein bisschen viel gezahlt, weißt, da geht es jetzt auch nur ums Geld. Was auch stimmt, ja, was auch eher Skandal ist. Nur trotzdem ist mir das zu wenig. Weil wenn der Rechnungshof draufkommt, dass der Bund und die Länder nicht gut kommuniziert haben, dass das alles viel zu teuer war, dass man noch immer im Dunkeln tappt, dann frage ich mich, wie kann man einer Impfpflicht dann zustimmen? Wie kann das durchgehen, wenn eine Behörde sagt, naja, das ist alles scheiße gelaufen. Und dann kommt der Angsthaber daher und sagt, ja, ich weiß, es ist alles scheiße gelaufen, die Leute verstehen das nicht. Aber bei den Gesetzen kann man nichts machen. Das ist alles geprüft von Expertinnen und Experten. Also was soll diese Frage? Das wundert mich ein bisschen beim Rechnungshof. Objektiv für Sie. Wer ist denn da Sie? Ja, schön, dass du vorher Sie gesagt hast. Grüß Gott. Ich fühle mich nicht angesprochen. Ich bedanke mich, grüß Gott. Ich meine, die Sache ist halt wirklich auch die, dass man natürlich, die Politiker freuen sich wahrscheinlich jetzt dass wir genau dieses Thema oder dass das jetzt in den Medien ist, genau zum Sommerloch, weil da schaut sowieso keiner hin. Ja, die Leute sind alle in Lignana. Also jetzt könnte man theoretisch über die ganzen Skandale reden, weil alle anderen schon für den Urlaub backen oder für den Urlaub auspacken oder wie auch immer. Oder zurücktreten. Aber es ist halt wirklich traurig. Ich meine, ich bin wirklich ein großer Fan von solchen Behörden wie ein Rechnungshof oder vielleicht auch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und was die Korruption betrifft, ich weiche Ihrer Frage nicht aus, sollen sich alle an der Nase nehmen. Ich sage immer, die Volkspartei muss gewiss ihr Verhältnis zur Justiz neu ordnen, aber es ist auch die Justiz am Zug, denn seitens der WKStA gibt es schon Maßnahmen, die eindeutig gegen uns gerichtet sind und das ist nicht fair. Zu langsam, zu spät, die Leute sind meistens schon zurückgetreten, das Geld ist schon ausgegeben. Zu wenig sozial, ja, nicht menschlich genug. Thomas, für das Soziale ist erstens der Sozialminister zuständig und für die Menschen der Konsumentenschutz auch. Ja, ja. Sie wissen Bescheid. Das ist so, ja, ich weiß. Das ist so. Das ist so. Aber das Tragische ist ja auch das, dass wir ja aktuell sogar einen großen Fall von Geldverschwendung haben, der dann wahrscheinlich von Rechnungshof in 6 Jahren dann bearbeitet wird. Und zwar geht es da um die Schultests, die ja jetzt relativ kurzfristig von unserem Sozialhandsminister Johannes Hansi Rauch aus Vorarlberg ja ausgesetzt worden sind, was ja für die Schüler an sich was Gutes ist, aber für den Rechnungshof in weiterer Folge dann was Schlechtes ist und für uns alle, weil wir natürlich noch in Verträgen drinnen sind mit Laborbetreibern, die natürlich jetzt sagen, naja, wir haben es ausgemacht bis zum Schulende und deswegen machen wir es jetzt auch, also wir verrechnen das jetzt auch. Ja, das verrechnen wir jetzt den Steuerzahler, da kann man nämlich auch nichts machen, gell? Nein. Da kann man jetzt nicht sagen, als Staat, ja, Pech gehabt die Wochen, ja, wir zahlen nichts. Wir dürfen das Steuergeld der Bürger da jetzt nicht verschwenden, ja? Ja. Und aber auch ein Beweis, dass die Ministerien nicht miteinander kommunizieren. Das macht mich am meisten narrisch, weißt? Ich meine, Entschuldigung, das ist das Bildungsministerium, weißt? Ja. Liebe Schülerinnen und Schüler da draußen, nächstes Mal muss ich sagen, hey, vergessen. Das habe ich gleich vergessen, wie der Bildungsminister die Rechnung vergessen hat zu zahlen. Die Hausübung vergessen. Weißt? Da ist es, kriegst ein Minus, ja, und wenn du so viel Minus hast, dann schmeißen sie dich von der Schule. Ja? Der Bildungsminister kann machen, was er will. Ja, ich vergessen. Weißt? Ich war beim Friseur. Da hat mir das keiner, weißt? Beim Friseur hat es mir keiner erzählt. Nein, das kann ja doch nicht sein, bitte, dass die zwei Ministerien nicht miteinander kommunizieren. Wo der Rechnungshof gesagt hat, dass er so ist. Ja, danke, jetzt haben wir die Rechnung. Was will ich denn sagen? Schade halt! Einfach nur Scheiße! Ja, ich meine, scheißegal, nicht? Hauptsache, wir haben was am Schwamm!
Ja, aber das ist halt das auf dieser politischen Bühne, wenn man auf Zurufen von Ländern oder auf Zurufen von Stimmen aus der Bevölkerung kurzfristige Entscheidungen trifft, die wahrscheinlich eh schon überfällig waren, dann kann es halt passieren, dass man auf gewisse Verpflichtungen vergisst, aber tragisch oder fast unverzeihlich ist es, wenn dann halt Millionen von Euro verheizt werden in einer Teuerungswelle übrigens, wo ich mir dann einfach nur denke, ist das jetzt wirklich nur alles Spielgeld oder geht es da wirklich um was? Ist es vielleicht schwer zu ertragen, wenn man nicht mehr sich alles leisten kann, aber dann von der Politik hört, dass da Millionen von Euro verbrannt werden durch Sicherheitsnetze und Sicherheitssysteme, die mittlerweile nicht mehr das liefern oder schon lange nicht mehr das liefern, was man sich davon verspricht? Das kommt noch dazu. Wer sagt uns bitte, dass diese Tests in der Schule jemals irgendwas gebracht haben? Und das ist vielleicht auch so eine Ablenkung davon, weißt? Jetzt redet man darüber, dass das alles so teuer ist und dass da was vergessen worden ist, aber ich fürchte, es wird vergessen, dass die Schüler darunter gelitten haben, weißt? Emotional gespalten worden sind. Über das spricht kein Mensch. Da geht es jetzt auch nur ums Geld und ich weiß, es ist ein Skandal, aber über den Menschen redet schon wieder keiner. Sie und sagen, die Leute sollen nicht so viel jammern, auch jetzt in der im Kielwasser dieser Krise heraus. Den Jungen haben sie gesagt, sie sollen sich nicht einreden lassen, glaube ich, dass es ihnen schlecht gehe. Hat ihnen sehr viel Kritik auf den Leserbriefseiten eingebracht. Ja, und ich bleibe dabei. Und nachher können wir uns wieder anschauen, ja, dass die Jugend alle vor die Hund geht, weil sie psychisch erkrankt sind. Ja, genau aus solchen Gründen. Ja? Weil da einfach, ohne nachzudenken, ja, wir testen jetzt, fertig. Weißt? Weil sonst wird ja einem vorgeworfen, dass man nichts getan hat. Ja? Aber wenn man dann vergisst, das zu zahlen und nichts getan hat, dann ist es kein Problem. Kein Problem, habe ich vergessen. Was will mir passieren? Entweder trete ich zurück, ja? Oder es gibt einen Untersuchungsausschuss, wo ich dann die Goschen halt. Da bleibt doch ein riesiges schuldhaftes Verhalten und zurück seitens der Politik, auch seitens der Länder. Das gehört doch aufgearbeitet, oder? Wenn die Krise dabei ist. Das wird aufgearbeitet. Da ist ja eine Kommission eingesetzt und wir werden das im September bei einem Pflegegipfel klären, was geschehen ist, was in Zukunft zu machen ist. Ja, und den Untersuchungsausschuss, du weißt ganz genau, das kannst auf Jahre aussitzen werden, wenn du willst. Am besten ist, wir schauen uns mal an, wie viel Geld jetzt wirklich verbrannt worden ist und wer da mit wem nicht gesprochen hat. Dieses Versäumnis sorgt heute für einige Schlagzeilen. Bildungsminister Martin Polaschek hat offenbar vergessen, den Vertrag für die Corona-Tests an den Schulen zu kündigen. Die regelmäßigen Tests, sie laufen nach Pfingsten aus. Jetzt droht eine saftige Strafe und die Opposition schäumt. Schüler müssen seit vorgestern keine Corona-Tests mehr machen. Auch wegen der enormen Kosten, so die Begründung des Bildungsministeriums letzte Woche. Doch die fallen jetzt trotzdem an, berichtet die Wochenzeitung Falter Online. Bildungsminister Martin Polaschek hat den Vertrag mit dem zuständigen Salzburger Labor offenbar nicht rechtzeitig gekündigt. Der läuft noch 5 Wochen bis zum Ende des Schuljahres weiter. Wie viel das Versäumnis jetzt kostet, ist unklar, so das Bildungsministerium. Die von Falter recherchierten 11 Millionen Euro sollen es aber bei weitem nicht sein. Die Gespräche mit der Bietergemeinschaft über die genaue Abwicklung laufen noch. Deshalb können wir uns zu Einzelheiten aktuell noch nicht äußern. Die Opposition fordert dringende Aufklärung und hat schon parlamentarische Anfragen angekündigt. Man würde glauben, dass die oberste Behörde im Stand ist, eine Terminverfolgung zu machen und zu schauen, wann muss ich welches Schreiben wegschicken. Nein, können sie nicht. Und ein schlechtes Vorbild für alle Direktoren, die das nämlich jeden Tag in ihrer Schule machen müssen. Es kann nicht sein, dass man für eine Leistung, die man nicht in Anspruch nimmt, etwas bezahlen muss, nur weil man es verabsäumt, rechtzeitig zu kündigen. Ich glaube, die sollten aufhören zu schlafen in den Ministerien, die sollten endlich einmal ins Tun kommen. Das Bildungsministerium verteidigt sich. Wegen der kurzfristigen Entscheidung über das Testende hätte man die einmonatige Kündigungsfrist nicht mehr einhalten können. Die Schultests sorgen nicht das erste Mal für Mehrkosten. Das Ministerium musste in der Vergangenheit schon 850.000 Euro Strafe wegen der fehlerhaften Vergabe zahlen. Kritik am Pandemiemanagement der Bundesregierung übt heute auch der Rechnungshof. Er spricht von einem Verantwortungschaos. Bund und Länder hätten schlecht zusammengearbeitet,
Dadurch habe es kostspielige Doppelgleisigkeiten gegeben. Darüber hinaus habe die Regierung bis heute zu wenig aus der Krise gelernt. Zu wenig aus der Krise gelernt? Ja, wo ich mir auch frage, was ist da das Ziel? Gell? Wie viel kann man da lernen? Ja, wie viel hätten sie lernen müssen? Ja, null haben sie wahrscheinlich gelernt. Vielleicht sogar Minuspunkte, weißt du schon? Diese Was-wäre-wenn-Geschichte, also wenn meine Tante der Onkel wäre, wäre es nicht meine Tante. Aber allein diese Zahlen, die jetzt gerade durch den Raum geworfen worden sind, 850.000 Euro wegen eines Vergabefehlers hat die Österreichische Republik gezahlt. Also der wir? Falter schätzt, dass jetzt 11 Millionen Euro obendrauf kommen, nur wegen dieser verabsäumten Kündigung. Und die Aussage ist, ist nicht so viel. Und ich denke mir, also wegen die 2 Millionen vom Seniorenbund braucht man jetzt eigentlich gar nicht streiten, oder? Ja, nein. Es wäre völlig egal. Du hast recht. Mein Problem ist halt einfach nur, es kommt halt nicht bei den Menschen an, dieses ganze Geld, bei denen es jetzt am dringendsten gebraucht wird. Das ist das Tragische. Und das ist einfach... Das geht so puff, weißt du? Weil jeder, der in zur jetzigen Zeit tanken geht oder sich auf die Stromrechnung freut, das ist einfach so, wo man einfach da denkt, merkt ihr nicht, was Geld jetzt fehlt eigentlich? Und dann kommen die Nachrichten einer, wo einfach nur so, ja, das ist eine Strafzahlung, wenn wir es nicht hinkriegen, um das zu vergeben. Vor allem Minister passiert nichts, weißt du. Ich hab's vergessen. Ja. Ich kann nichts machen, wenn ich es vergesse. Oder halt auch die Aussage, ja, entschuldige, das Gesundheitsministerium hat sich nicht gemeldet, die haben uns nicht gesagt, dass die Maßnahmen ja geschwächt werden, sozusagen. Ja, ja. Das hat uns einfach keiner gesagt. Ich meine, entschuldige, wir leben im Informationszeitalter. Das ist so. Ich meine, vor 50 Jahren hat es schon ein Telefon gegeben, was da anrufen wir es können. Ja, es ist ein... RU! Oder sie trauen sich nicht mehr, keine Chats mehr zu schreiben. Das kann sein. Sie trauen sich nicht mehr. Das kann sein. Jetzt kommunizieren sie nicht mehr. Das ist die Lösung, glaube ich. Ich glaube, vielleicht brauchen wir einfach einen neuen Kommunikationsweg, der skandalfester ist als die Chats, aber gleichzeitig so ein bisschen die Leute ein bisschen, was so, doch am Laufenden hält. Ja. Nein, die haben sich auf der Straße getroffen und gesagt, du Rauch, wieso hast du mir nichts gesagt? Ich kann da nichts schreiben mehr. Geht doch nicht. Was? Die Partei hat mir mein Handy weggenommen. Oder so irgendwas. Oder gleich so, nein, wir sind gehackt worden, was? Ich kann keine E-Mails mehr schreiben. Oder gehackt worden, ja. Ja. Ein interessantes Thema. Beim Amt der Kärntner Landesregierung gibt es derzeit massive IT-Probleme. Grund dafür ist der größte Hackerangriff, den es in Österreich bisher gegeben hat. Dahinter soll eine internationale Hackergruppe mit dem Namen Black Cat stecken, die jetzt Lösegeld vom Land Kärnten fordert. Die Forderung lautet, 5 Millionen Dollar auf ein Bitcoin-Konto zu überweisen, um eben eine Entschlüsselungssoftware zu bekommen. Lass lei laufen, ist lei Wasser, sage ich dazu. Ja, und wie gesagt, ich meine, diese 5 Millionen Euro, die da gefordert worden sind, wären ja jetzt auch theoretisch Peanuts, oder? Sagen wir uns ehrlich. Ja, da ist ja die Frage, sollte man sich als Land erpressen lassen? Das ist wieder ein Thema für eine eigene Sendung, glaube ich. Grundsätzlich nicht, aber ja, das sagst du eh. Ein Thema, ein langwieriges Thema für eine eigene Sendung. Die Kärntner Landesregierung will der Lösegeldforderung aber nicht nachkommen. Keine Daten seien weggekommen, heißt es. Das Landesamt für Verfassungsschutz und die Kriminalpolizei ermitteln. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, ob wir als Bürger dieses Landes, als Österreicher und Österreicherinnen aus dieser Sendung irgendwas gelernt haben. Vielleicht für die Zukunft, vielleicht für die nächste Woche. Wir müssen uns mal alles Gute wünschen. Stimmt eigentlich. Alles Gute. Alles Gute. Was haben wir diese Woche gelernt? Ich habe mich diese Woche mit Abkürzungen beschäftigt, nämlich RH steht für Rechnungshof. LH steht für Landeshauptmann. Und was man in der Zukunft vielleicht ein bisschen mehr bedenken muss bei Politikern, ist das MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Weil es anscheinend möglich ist, dass man trotz eines Versprechens und trotz einer Wahl einfach einmal früher geht, wenn es einem nicht mehr freut oder es für die Partei an sich eine strategisch bessere Entscheidung wäre. Ein Stumpfsinn der Sonderklasse. Das vielleicht auch bei der nächsten Wahl aufs Wahlplakat draufschreiben, wie lange tatsächlich auch die Haltbarkeit sein könnte und wann vielleicht der erste Skandal droht. Aber bei Skandalen und beim Geld können wir uns natürlich auch die Frage stellen, ist vielleicht das Politikerdasein eine ganz eigene Rechtsform, weil man vielleicht eben als Politiker ein Mensch mit beschränkter Haftung ist,
Weil wir als Österreicher und Österreicherinnen müssen ja eine GmbH gründen, wenn wir uns vor gewissen Sachen schützen wollen. Aber als Politiker reicht es anscheinend, wenn man dann einfach zum richtigen Zeitpunkt zurücktritt und dann einfach abwartet, weil, wie gesagt, so ein Urausschuss dauert lange und es kommt meistens nichts dabei raus. Aber trotz allem, wer will schon wirklich Politiker werden? Aber jedenfalls will ich's machen. Okay, großartig. Gute Frage. Thomas, gib uns Schlussworte, die dem Ganzen noch ein bisschen die Leichtigkeit geben. Die Leichtigkeit? Ich will mich da anschließen zu den Abkürzungen. Ja? Weil die Frage ist, A, steht es für Angst oder Anarchie? Ja? Und ich habe mir die Woche ein bisschen die Frage gestellt, das haben wir mit den Ängsten, wir haben es letztes Mal in der Sendung gehabt, wie funktioniert das? Und grundsätzlich ist es ja so, weißt, man kann sich, wenn man sich jedes Mal einen Horrorfilm vorstellt, ja, dann ist das für einen nicht gut. Ja? Und man sollte sich vielleicht eine Liebeskomödie vorstellen, ja? oder eine Liebesgeschichte oder Komödie, wie auch immer. Ja? Mhm. Weil Sachen, die du selber nicht lösen kannst, bringst du nichts, wenn du dir Sorgen machst. Ja? Grundsätzlich richtig. Aber das ist ja ein bisschen das Thema, deswegen entweder Angst oder Anarchie. Ja? Man darf ja gar nicht jetzt vergessen, was da jetzt passiert ist, und man soll es auch nicht vergessen. Weißt? Deswegen ist immer so die Sache, wo hat man da jetzt Angst, ja? Wo sage ich jetzt, vergiss ich, und wo mache ich jetzt Urlaub? Weil was ich auch glaube ist, macht ein bisschen einen geistigen Urlaub da draußen, ja? Schaltet es ein bisschen ab, weil die Zeit wieder kürzer und da braucht man vielleicht diese Energie, ja? Um da vielleicht ein bisschen ins Verhältnis zu kommen. Deswegen habe ich da jetzt gar keine Antwort. Ich habe jetzt da lang drüber nachgedacht, ob man jetzt Angst haben sollte oder ob man sich aufregen sollte und gegen alles sein sollte. Ja, vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Urlaub, ja, von diesem ganzen Wahnsinn. Aber damit meine ich nicht, dass man jetzt wochenlang nicht drüber nachdenkt. Vielleicht ein bisschen am Tag einfach eine kleine Pause, wo man sagt, so, egal welche Gedanken ich jetzt im Kopf habe, das ist jetzt kein Horrorfilm, sondern eine Liebeskomödie. Weißt, mit mir selber in der Hauptrolle. Vielleicht tut es uns allen ein bisschen gut. Weißt, mein Vater hat immer gesagt, scheiß dich nicht an, bevor der Dreck da ist. Wo er recht hat. Aber weißt, da muss man halt den Politikern und den Medien ein bisschen die Schuld geben, wenn sie halt dauernd Zwänge oder Gesetze zu Zwängen pausieren, wie soll der Mensch im Kopf frei sein und ohne Angst da in die Zukunft denken. Ja? Also das ist auch nicht so einfach, weil den Bürger, was steht das nicht zu, Sachen zu vergessen, nur den Politikern. Aber ja, was soll ich sagen? Sonst noch mehr Fragen? Nein, passt, ich bin auch durstig. Sind wir durst, gell? Ja. Vergessen nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Das A steht für alles Gute. Alles Gute. Bis nächsten Mittwoch. Haut's rein. Tschüss. Ich bin ein Knieder, Wiener im Bier. Gestellt, ich bin der ärgste Burchengänger von Wien. Ich bin ein Reistrader, Arschkraller, Küsser. Ich krieg die goldene Knierscheife. Ich